MyLab. Schwurbeln im Auftrag des ZDF. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt MyLab. Schwurbeln im Auftrag des ZDF. So, da gehen wir jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Meine Stimme ist heute ein bisschen abgefuckt, keine Ahnung, ich bin heiser geworden. I don't know what that is, aber wir ziehen trotzdem durch, wir geben Gas, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Ich liebe euch, los geht's. Das hat uns gerade noch gefehlt. MyLab ist wieder da. Und plötzlich spricht sie nicht über Wissenschaft, sondern über Politik. Agent, MyLab ist Agent. Oh Gott. Seit 2024 gehört sie mit ihrem Format MyThink zu ZDF Neo. Und über eins ihrer aktuellen Videos müssen wir ganz dringend sprechen. Okay. Natürlich, wie immer, unzensiert und ganz ohne Woke-Filter. Los geht's. Ich mag die, Digga. Gio unzensiert. Die gibt mir gute Vibes. Wir ziehen uns öfter Videos jetzt von der rein. Erinnert ihr euch noch an MyLab? MyLab, euer Lieblingswissenschaftskanal, der immer für euch da ist. Bei dem ihr euch darauf verlassen könnt, dass alles stimmt. Ganz ehrlich, ich... Bei dem ihr euch darauf verlassen könnt, dass alles stimmt. Ah jo, ist klar. Hat die nicht auch Werbung für die Impfung gemacht, ne? Hundertprozentig. Verstehe die Aufregung um die Impfpflicht nicht. Aber wer sich impfen lässt, schützt... Aha, da sind wir doch da. Nicht, sondern auch andere. Die Impfung ist sicher. Nein, der Impfstoff macht nicht Unfrucht. Die ist dafür da, um die Kinder zu indoktrinieren, die kein ZDF schauen. Weißt du? Die sind ja nicht dumm, die Öffentlich-Rechtlichen. Die nehmen halt diese ganzen NPCs, nehmen die unter Vertrag, sagen denen, was die erzählen sollen, um schön die Kids und die Jugendlichen zu indoktrinieren, die kein Fernsehen schauen. Damit die auch auf allen Ebenen am Start sind, so. Nein, Nebenwirkungen, die erst viel später, also ein Jahr oder Jahre nach der Impfung auftreten, sind nicht zu befürchten. Tja, was ist Ihre Agenda? Sind nicht zu befürchten. Aha. Das ist eine Lüge, MyLab. Das war eine Lüge, eine ganz klare Lüge. So. Spaltung bekämpfen, indem man Populismus entlarvt und thematisiert. So weit, so gut. Aber wer auch nur einen letzten Funken Hoffnung hatte, dass sie das auf differenzierte Art tun möchte, Fehlalarm. Das wird ziemlich schnell klar. MyLab findet Populismus nämlich nur auf einer Seite gefährlich. Normal. Ist der Populismus auf alle Parteien gleich? Wir haben wirklich versucht, aus allen politischen Richtungen gleich viele Beispiele zu finden, aber hat es geklappt? Spoiler, nein. Und wir haben uns gefragt, ist Populismus mit bestimmten Ideologien gefährlicher als mit anderen? Spoiler, ja. Allein die Art und Weise, wie die Quatsch, geht mir schon auf den Senkel. Sorry, die ganzen Vibes und da merkst du schon, NPC sein Vater. So, sorry, muss ich so sagen, wie es ist. Kündigt also schon an, dass die nächsten 25 Minuten höchst tendenziös eingefärbt sein werden. Ziemlich tendenziös drin gefärbt, na Mann. Ist. Aber keine Sorge, Mai, ich bin ja jetzt da und helfe dir an der einen oder anderen Stelle für ein bisschen gesunde Ausgewogenheit. Beste Frau, Digga, fühle ich. Bitteschön. In ihrer Sendung nennt sie 5 populistische Methoden, mit denen offenbar nur rechts, lol, arbeitet. Na dann, schauen wir mal rein. Punkt Nummer 1. Ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Die schweigende... Wie ein Flitzebogen. ...Mehrheit. Oft geht der Mythos, wir das Volk nicht ganz so gut auf, wenn man mit seiner Gruppenidentität in der Minderheit ist. Der Trick, man redet einfach eine schweigende Mehrheit herbei. Das Praktische an der schweigenden Mehrheit, sie schweigt. Und deswegen kann niemand beweisen, ob es sie wirklich gibt oder nicht. Tja, das ergibt leider vorne und hinten keinen Sinn, weil wenn es diese ominöse, schweigende Mehrheit nämlich nicht gibt, dann erschließt sich mir nicht so richtig, wie es dann zu dem europäischen Rechtsdruck kommen kann, von dem du ja selbst sprichst. Und rechtspopulistische Parteien sind in Europa in letzter Zeit sehr erfolgreich, auch in Deutschland. Warum aber? Warum? Das ist immer die Sache so. Die Leute fragen, die Leute gucken nicht auf die Ursprünge, warum diese Parteien so populär sind. Weil die Altparteien alle versagen, Digga. So, meiner Meinung nach sind sowieso alle Parteien mehr oder weniger gesteuert. Da wollen wir jetzt gar nicht reingehen. Aber warum kriegen so eine AfD und diese ganzen Parteien so viel Zuspruch? Weil unsere aktuelle Regierung alles verkackt, Bro. Das ist doch selbstverständlich, dass Leute dann nach einer Alternative suchen.
Und diese Parteien machen sich das halt zunutze. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Und mir erschließt sich dann auch nicht, wie es zu diesen aktuellen Wahlprognosen kommen kann, liebe Mai. Da widersprichst du dir also ganz klar selbst. Es gibt diese schweigende Mehrheit. Und der Grund, warum sie schweigt, ist, dass man heute pauschal rechts geframed und als Nazi, was gibt's noch, Putin-Versteher, Corona-Leugner. Genau so ist es. Aluhutträger, Schwurbler. Ich bin auch alles von dem, angeblich. Antisemit, fügt ein, was ihr wollt, was auch immer diffamiert wird, sobald man seine Meinung offen sagt. Facts. Nachweislich Einschränkung von Meinungskorridoren, das ist ja im Prinzip inzwischen empirisch erhärtet, Twitter-Files und so weiter, also dass die Meinungskorridore deutlich eingeschränkt werden. Also safe, Digga, wer das nicht mitbekommt, der lebt hinterm Mond. Ausgegrenzt werden, die also aus irgendwelchen Gründen eine legitime Kritik an Regierungsposition haben. Sei es, dass sie mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden waren, weil die Freiheit eingeschränkt wurde, sei es, dass sie für den Frieden sind, sei es, dass sie die Gender-Sternchen nicht möchten, sei es, dass sie die Klimapolitik oder die Daten ein bisschen in Frage stellen. Diese ganzen Leute wurden eigentlich in den letzten Jahren pauschal. Free Palestine, Digga, Amo, ich küsse dein Herz. Mal so nebenbei. Recht diffamiert. Okay, schauen wir mal weiter. Punkt Nummer zwei. Trick Nummer zwei. Das falsche Dilemma. Man kann es auch Schwarz-Weiß-Malerei nennen. Bei diesem Punkt wirft Mai dann Frau Wagenknecht Populismus vor. Irgendwo auf einer Demo habe ich mal ein sehr schönes Plakat gesehen. Darauf stand, wer Waffen liefert, will Krieg. Facts. Sonst würde er Diplomaten schicken. Erstens, entweder du bist gegen Waffenlieferung an die Ukraine oder du willst Krieg. Da natürlich keiner Krieg will, sollen so möglichst... Wie, du willst keinen Krieg? Wenn du sagst, dass du Waffen liefern willst, dann willst du mehr Krieg und mehr Tote. Das ist so ein ganz klarer Fakt. Was laberst du? Was labert die, Digga? Wer hört sich das an und sagt, ja, Mann, krass, die hat recht. Es gibt auch noch was zwischendrin. Wir können auch Waffen liefern für Frieden. Weil Waffen können auch Frieden bringen. Menschen töten sorgt dafür, dass wir Frieden haben. So verquer sind wir mittlerweile. Krasse Scheiße, ja. Überzeugt werden. Okay. Wenn wir schon dabei sind, uns darüber zu beschweren, dass die Debatte über Waffenlieferungen in die Ukraine populistisch geführt wurde und da ihr offenbar kein einziges Beispiel für den Populismus der anderen Seite finden konntet, übernehme ich das mal an dieser Stelle. Zeig mal her. Der Blogger Sascha Lobo bezeichnet in seiner Spiegel-Kolumne... Der Typ ist Spiegelautor oder was? Miese Frisur, mein Jutster. Miese Frisur, mein Jutster. Menschen, die... Ich würde den Strang in der Mitte würde ich blau machen. Oder? Auf Rezo angelehnt. Würde ich mehr fühlen. Persönlich. Waffenlieferungen sind pauschal als Lumpenpazifisten. Er wirft ihnen vor, sie würden die, Zitat, eigene Ungerührtheit im Angesicht totgebombter Kinder maliziös, also böshaft, feiern. Und es gibt noch etliche andere Beispiele für Populismus dieser Art. Die Taz hat zum Beispiel mitgehetzt. Nochmal der Spiegel. Oh. Die Putin-Versteher. Und Lanz. Natürlich auch wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Ich meine. Der hatte den doch in rosa. Mal, meine ich. Echt, hä? Kennt ihr den Jungen? Jungs innen? Der Enz? Weiß ich nicht. Auch möglich, dass der sich irgendwie umidentifiziert hat. Das ist alles keine Rechtfertigung für diesen Krieg, damit mir hier nicht gleich wieder was unterstellt wird. Naja, gut, aber dass Sie das nochmal sagen, weil es klingt so, ja. Nein, wieso? Das ist, also wenn man ein Verbrechen kritisiert, hat man damit nicht ein anderes Verbrechen relativiert oder gerechtfertigt. Das möchte ich mal hier festhalten. Aber was meinst du? Das wird nicht schwer. Naja, seit 20... habe ich das Gefühl, dass Sarah Wagenknecht von Putin bezahlt wird. Digga. Mit anderen Worten, jeder... Ich habe mir das sogar reingezogen, diese Debatte. Ganz harter Tobak. ...sich gegen Waffenlieferungen ausspricht, wird von Putin bezahlt. Ist das jetzt kein Populismus? Kein falsches Dilemma? Populismus. Bruder, ich bin gegen Waffen. Putin, wenn du das siehst, ich bin jetzt auch nicht abgeneigt, den ein oder anderen Euro dafür zu kassieren, weil das ja eh meine Meinung ist. Weißt du, wie ich meine? Kannst dich gerne melden, mein Jutster. Können wir auch einen schönen Talk machen hier bei uns im Stream.
Feminismus ist eine politische Bewegung, die sich als Stimme des Volkes darstellt und sich gegen bestimmte politische Strukturen richtet. Sie spricht oft die Sorgen und Ängste der Bevölkerung an und verspricht einfache Lösungen für komplexe Probleme. Oft werden dabei einfache Sprache und emotionale Appelle eingesetzt, um Anhänger zu gewinnen. Na gut, sei es drum. Okay, schauen wir uns mal die nächsten Punkte. Bruv, die nehmen sich doch beide nicht viel, Digga, egal welche Seite so. Die Leute sollen mal aufhören zu denken, dass auf dieser politischen Bühne überhaupt noch ernstzunehmende echte Menschen sind, die wirklich was Gutes für die Welt bewegen wollen. So. Die sind alle gesteuert, Bruder. Auch die angebliche Opposition. So. Egal welche Seite, links, rechts, es ist scheißegal. Da stecken andere Interessen hinten dran. Wenn Parteien wirklich was verändern könnten oder Wahlen wirklich was verändern könnten, dann wären die verboten. Das ist ein Statement, das sind Facts. Dranbleiben lohnt sich. Die sind nämlich teilweise wirklich, wirklich unverschämt. Ich gebe euch nur einen Hinweis. Karl Lauterbach. Aber erstmal, eins nach dem anderen. Mais, nächster Punkt. Trick Nummer 3, dem Ad hominem-Argument. Ad hominem heißt so viel wie gegen die Person gerichtet und ist auch alles andere als ein Argument. Statt dem Gegenüber was Sachliches oder Inhaltliches zu entgegnen, weicht man auf persönlichen Angriff aus. Mhm. Okay, okay. Persönlicher Angriff statt inhaltlicher Auseinandersetzung. Willkommen in unserem... Ich meine, es ist auch uns leicht gemacht bei der aktuellen Regierung, so, weißt du, wenn du dir mal so einen Habeck, so eine Baerbock oder so einen Lauterbach und so reinziehst, so. Das sind halt einfach Witzfiguren. Die liefern halt so viel Material, wo man sich drüber lustig machen kann, dann, ja. Die kann halt keiner ernst nehmen. Welt, liebe Mai, Framing und persönliche Angriffe sind Alltag für Personen und Bewegungen, die sich offen kritisch gegenüber... Das auch, ja, safe. ...Regierungsmaßnahmen äußern. Da wird man als transphob, rechts- oder Corona-Leugner geframed und... Ja, habe ich alles schon gehört. ...wird vorverurteilt. Frag dazu doch mal die Politikwissenschaftlerin Ulrike Giro. Ja. ...the argument, you need to get the person. Ja, also wenn man das Argument nicht entkräften kann, dann muss man die Person angreifen. Ja, und das ist ja doch sehr stark passiert. Dieser, der öffentliche Angriff, der dauerhaft ist. Also ich habe ja jetzt seit August 21 eigentlich einen Shitstorm nach dem anderen, eine Rufmordkampagne nach der anderen. Wir haben ja gesehen, auch mit Corona, es gibt ja doch auch hier Clemens Away, Biologen, andere Leute, die auch angegriffen wurden, die haben sich tatsächlich umgebracht. Ja? Also der Die haben sich umgebracht, das ist crazy. Wir konnten dem Druck nicht standhalten. So. Corona-Impfskeptiker Clemens Away hat am 18. Februar Rest in peace, bro. Love. 2023 Suizid begangen, nachdem er monatelang geframed und diffamiert wurde. Liebe Mai, das bewusste Ignorieren dieser Vorfälle ist so ekelhaft, dass es mir beinahe die Sprache verschlägt und ich bin sonst wirklich nicht auf den Mund gefallen. Was erwartest du, weißt du, wie ich meine, was erwartest du von so einer? Die ist ja 1:1 einfach, die ist eine Marionette, ist ein NPC. Und um den Ganzen dann auch noch die Krone aufzusetzen, spricht Mai, wie kann... Das hörst du in jedem Satz, was die ausspricht, wie die sich bewegt, was die sagt und so, dass die einfach nur dafür da ist, um das Narrativ zu unterstützen und nicht wirklich eine eigene Meinung hat, so. Da geht es nicht um eigenem. Die meisten Leute, die auf dieser Seite sind, leider, haben keine, oder die haben eine eigene Meinung, aber dürfen die nicht sagen. Weißt du? Hat man ja auch gesehen, als der Dings zurückgetreten ist. Wie heißt der? Vom Wetten, dass? Der mit den Goldlöckchen, Digga. Wie heißt der? Gottschalk. Hat auch gesagt, ich kann das im Fernsehen nicht mehr sagen, was ich zu Hause auf der Couch sage und so. Das sind Facts. Die es wagen, im nächsten Punkt über Corona. Jetzt ein Beispiel aus der Corona-Zeit. Als es darum ging, ob die Corona-Maßnahmen angemessen sind oder nicht, waren sich Wolfgang Kubicki und Karl Lauterbach offensichtlich nicht einig. Kubicki hatte aber gute Argumente gegen Karl Lauterbach. Isst kein Salz, isst kein Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin. Was hat er dann vom Leben? Wenn du ganz von der Sachlage weg willst, nimm ad hominem. Da zuckt das Auge, wa? Die Sachlage, Mai, ist die, dass Kritiker im Großen und Ganzen recht hatten. Und ja, dass Karl Lauterbach in viel zu vielen Dingen absolut falsch lag. Genau. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer... Geil, das liebe ich. ...2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Da habe ich mich vertweetet, Digga. Na, wie hat er das nochmal ausgedrückt? Mann, ich habe den Wortlaut nicht mehr im Kopf.
aus Versehen vertweetet oder so. Das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Ja, das war eine Übertreibung, die er da einmal in einem missglückten Tweet gemacht hat, Bro. Als Gesundheitsminister. Aus Versehen. War nicht so gemeint. Jetzt hör doch auf, mich daran zu erinnern, weißt du, wie ich meine? Wir machen doch alle Fehler. Es sind nur Menschenleben dabei draufgegangen, aber passt schon. Aber auch häufig danach noch gesagt, es gebe kaum oder praktisch gar keine, halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, haben sie danach in einer Fernsehsendung von Anne Will nochmal gesagt. Okay, das Gegenteil von Spaltung ist, Menschen, die ausgegrenzt wurden, wie es während Corona zweifellos passiert ist, zurückzuholen. Und dafür braucht es Aufarbeitung. Wer seine Plattform aber bewusst dafür nutzt, um genau das Gegenteil von Aufarbeitung zu machen, also dieses Fehlverhalten bewusst ignoriert, der spaltet. Und genau das tut MyLab hier. Kommen wir aber zum letzten abenteuerlichen Punkt. Noch einmal tief durchatmen und... Und los. Los geht's. Trick Nummer 5. Die Mott-and-Bailey-Taktik. Auf dem Burghof Bailey reißt man schon mal die Klappe auf. Bei Gegenwehr flüchtet man sich dann auf den Burgturm Mott und rudert... Wer empfindet solche Begriffe überhaupt, Mann? Was ist das für ein Scheiß? Zurück. Okay, verstehe. Da du ja auch hier wieder nur vermeintlich rechte Beispiele gefunden hast, springe ich ein für mehr Ausgewogenheit. Mott and Bailey wäre dann ja nach deiner Definition auch ungefähr das, was Cem Özdemir mit den Bauern gemacht hat. Oder? Der Westfalenpost sagte er nämlich, Zitat, mit mir haben es die Landwirte natürlich schwerer, weil ich eine dreifache Zumutung bin. Ich habe ein Ö im Namen, also türkische Wurzeln, bin Vegetarier und auch noch Grüner. Er bezeichnet also Bauern pauschal als Karnivore, nicht grün wählende Rassisten, rudert dann aber wieder zurück, indem er die Bauern als friedlich und gesetzeskonform lobt. Mott. Özdemir, mein Jutster. Zieh dir mal rein, was deine Partei von noch nicht allzu langer Zeit mal gefordert hat. Ja, Kelp. Bailey, meine Damen und Herren. Nachdem MyLab... Wer die Grünen supportet, hat sein Leben nicht verstanden. Ihre rein zufällig nur von rechts ausgehenden Beispiele für politischen Populismus aufgeführt hat, wird es nochmal richtig interessant. Soll dies eine Comedy-Show sein? Welche? Meine hier? Deutschland ist gerade Teil dieser internationalen Verschiebung nach rechts. Dieser Aufwind hat vielschichtige Gründe, die den Rahmen dieser Sendung sprengen würden. Okay, eine differenzierte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Ursachen dafür, dass konservative oder meinetwegen auch rechtskonservative Parteien Aufwind haben, würde also den Rahmen ihrer Show sprengen. Das ist so crazy, Bro. Aha. Kann es nicht vielmehr sein, dass du einfach keine Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen, weil es natürlich viel leichter ist, hier selbst populistisch und spalterisch auf dem eigenen Narrativ zu beharren? Politische Narrative. Ein politisches Narrativ ist eine Geschichte, die von politischen Akteuren verwendet wird, um ihre Überzeugungen und politischen Ziele zu vermitteln und zu beeinflussen. Diese Geschichten dienen dann dazu, die Unterstützung der Öffentlichkeit... Amo, mach den Kopf zu, Digga. Was für rechts vor links, Digga? Da gibt's nichts rechts und nichts links, Digga. Wenn du so unterwegs bist, dann haben die dich auch. Alle Leute, die sowas sagen, die sind auch getrappt, Bro. Ihr seid genauso in deren Fänge gefangen oder die haben geschafft, was die wollen. Die wollen uns doch spalten mit der Scheiße. Die wollen doch, dass wir irgendeine Seite annehmen und gegen die anderen kämpfen. Die wollen nicht, dass wir zusammenkommen und verstehen, dass dieses Rechts-Links-Gelaber totaler Schwachsinn ist, Bro. ...zu gewinnen oder politische Gegner zu delegitimieren. Kommen wir der Sache vielleicht damit nahe? Das ist so perfide und billig, Mai. Jeder Typ, der wirklich ein bisschen aufgeweckt ist, oder auch Frau, würde sich niemals einem Spektrum zuordnen. Das wird nicht mal dir gerecht. Achte mal drauf. Also die ganzen Leute, die ich interessant finde und gut finde in Deutschland, deutschsprachigen Raum, ob es ein Kayvan ist, Digga, ob es ein Ernst Wolf ist, ob es eine Chrissy ist, Digga, Belasch, Kianosch, was auch immer, Digga, wen gibt's noch? Es gibt so viele Leute, Wodak, I don't know. Also die Leute, die wirklich aufgeweckt sind, die lassen sich nicht zuordnen zu irgendeinem von diesen Spektren, weil die verstanden haben, dass das nur dafür da ist, damit wir gespalten werden. Bei solchen Bildern tut es richtig gut zu sehen, dass uns... Und am Ende auch beide Seiten von den Eliten finanziert werden. So. Ob es eine AfD ist oder eine Wagenknecht-Partei, Bro.
Kannst du mir erzählen, was du willst? Die sind alle Teil des Spiels, Teil des Orchesters. Demokratie alive and well ist. Dass Hunderttausende auf die Straße. Ganser, genau. Weil sie Demokratie nicht für selbstverständlich halten, sondern sie verteidigen. Falsch. Demonstration und Versammlungsfreiheit sind vor allem deshalb ein demokratisches Mittel, weil sie ein klassisches Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe sein sollen. Frau Professor Gero beschreibt das zum Beispiel so. Dass wir hier ja in... Das hat sich gereimt. Das war lustig. Interessanterweise einen Protest haben, der ein Protest für die Regierung gegen die Opposition ist. Das ist ja als solches nicht unbedingt das Phänomen von Demokratien. In Demokratien geht normalerweise eine Opposition gegen die Regierung auf die Straße und man mobilisiert nicht Mehrheiten, um die Regierung zu stützen in dem, was sie will. Ja, das ist ja eher umgekehrt ein Phänomen für autoritäre Gesellschaften. Dann probieren wir es doch zum Abschluss nochmal mit einer etwas anderen Perspektive auf die Polarisierung unserer Gesellschaft, damit ich euch auch gut aus dieser Folge entlassen kann. Amo sagt, Bro, ich gehöre zu keiner Richtung, aber Linke sind Schmutz. Bruder, hör doch auf, irgendjemanden zu beleidigen oder irgendjemanden zu sagen, dass der Schmutz ist. So. Bro, wenn du wirklich aufgeweckt bist und verstehst, was da abgeht, dann weißt du, dass man als Mensch, wenn du ein normaler Mensch bist, kannst du dich nicht einer Seite zuordnen. Du bist bei ein paar Themen vielleicht eher da, bei ein paar Themen bist du eher da. Sei doch einfach du selbst. Sei in der Mitte. Du musst in deiner Mitte sein. Und nicht zu weit rechts oder links. Du musst in deiner Mitte sein, Bro. Und aufhören, andere zu verteufeln, weil die eine andere Meinung haben oder so, weißt du? Und anfangen, eventuell denen zu helfen und denen klarzumachen, dass das nichts bringt, diese Spalterei. Wer sich durch die Politik oder mediale Berichterstattung in seiner Meinung nicht mehr ernst genommen oder sogar stigmatisiert und ausgegrenzt fühlt, egal bei welchem Thema, Corona, Impfung, Migration, Friedensbemühungen oder was auch immer, der fühlt sich irgendwann als Bürger in diesem Land nicht mehr gut vertreten oder sogar entrechtet. Und das, meine Lieben, legt den Grundbaustein für eine Polarisierung unserer Gesellschaft und für eine Entfremdung von unserem System. So verliert man seine Bürger und seine Wähler. Und die gewinnt man sicher nicht wieder, indem man dann Seite an Seite mit der Regierung gegen sie demonstriert. Die Schuld liegt hier also eher beim System als beim einzelnen Menschen, so sehe ich. Facts. Das jedenfalls. Wie gesagt, don't hate the player, hate the game. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wir sehen uns nächste Woche. Gute Frau, ne? Bei Gio Unzensiert. Bis dahin. Chill mit Ö. Chibidü. Gutes Video, Digga. Ich mag die, Gio. Scheint eine echt aufgeweckte Dame zu sein, so. Wertvoller Beitrag. Ich finde die undifferenzierte Selbstgefälligkeit von MyLab unerträglich. Wenn man wie Mai selber von sich behauptet, dass man ausschließlich die Wahrheit spricht, läuft etwas schief. Facts. Ja, Mann. Sehr sympathisch, sehr interessant. Liebe geht raus. Schreibt mir eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.